Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 2. Das letzte Mal, als wir aufgehört haben, hatten wir unserer Freundin einen kleinen Besuch abgestattet und der Vater, der war gar nicht so begeistert davon und wir haben eine erste Flucht hier in Florenz, durchführen müssen quasi. Und heute weiß ich gar nicht, was wir heute machen. Ich würde einfach mal sagen, was ist das denn? Hat er hier, bla, ich wollte eigentlich auf die Karte. Geht das nicht? Ah, doch, hier geht's, super. Ich würde sagen, wir holen uns heute mal die ersten Aussichtspunkte hier in Florenz. Und dafür müssen wir natürlich auf die Dächer steigen. Und das ist ja wie bei Assassin's Creed 1. Erst müssen die Aussichtspunkte alle quasi geholt werden. Und dann können die Missionen gestartet werden. Auch wenn wir das jetzt schon machen könnten. Aber hey, zu Assassin's Creed gehören halt eben diese Aussichtspunkte. Also machen wir das auch. Wo ist denn der jetzt? Der ist da hinten irgendwo. Das heißt, ich bin jetzt in die falsche Richtung gelaufen. Egal. Hier nochmal hoch. Fluppdiwuppdi, und ich glaube, hier oben gibt es auch noch gar keine Wachen. Ich glaube, das kommt dann später erst. Ich hoffe es zumindest. Da hinten ist der Aussichtspunkt. Da brettern wir mal gerade hin. Hui! Huch! So. Wir haben noch gar keine Ausrüstung. Wir haben noch gar keine Ausrüstung hier. Also keine Rüstung, keine Klinge, kein gar nichts. Aber das macht auch erstmal nichts. Brauchen wir scheinbar auch erstmal nicht. Huch, was war das denn? Gibt es hier eine Kiste? Nee. Schade. Oh, und schön italienische Musik. Nee, ich glaube, hier kommen wir nicht hoch. Verdammt. Dann hier nochmal hoch und dann... Ach, Mann, leck mich doch. So, wie komme ich denn da jetzt am besten hoch? Gar nicht. Ah, doch so, oder? Nee, kommt da auch nicht hoch. Ja, leck mich doch. Gut, dann... da drüben vielleicht. Ja, hier dürft's gehen. Jetzt und jetzt hier. Genau, mein Freund. Genau. Und Tauben verscheuchen. Das macht Spaß. So, dann da drüben hin. Hui. Wo waren das jetzt? Da hinten. Ah, okay. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, Ezio kann sogar schwimmen, ne? War das nicht so? Ich meine, mir war so in Erinnerung, dass Ezio sogar schwimmen kann. Glaube ich zumindest. Da unten gibt es auch Boote. Cool. So. Und jetzt hier rüber und dann hoch. Hallo? Hallo? Ach, da. Ah, sehr schön. Ja, ja, bla, bla. Wie soll man auf den hören? So die Klappe halten. Und das wird dann wohl der erste Aussichtspunkt, glaube ich sogar. Oder hatten wir schon mal einen geholt? Ich weiß es gerade schon wieder gar nicht mehr. Ich habe ja Alzheimer, ne? Wissen ja weniger, aber ich habe Alzheimer. Na doch, jetzt wo ich den Jingle gehört habe gerade, ist mir gerade eingefallen. Doch, wir hatten schon mal einen. Hui. Ja, da steht's auch. Da steht's auch. So, hier haben wir einen Händler. Was kann man denn hier machen? Schneider. Da gucken wir doch, hoppala, da gucken wir doch gerade mal rein. Aber ich denke mal, wir haben noch, ja doch, wir haben 443 Florin. Vielleicht können wir uns ja, mittlerer Medizinbeutel, großer Medizinbeutel, alter Schwede. Okay, Kleider färben. Ja, wir haben keine Kleider. Gut. Können wir vergessen, das wird nichts. Hier kann man zuhören, aber das will ja auch kein Mensch. Ich würde mal sagen, Kurtisanen, da können wir uns verstecken, also untertauchen. Mann, ey, das ist ätzend, dass da immer die Info kommt. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt zu diesem Aussichtspunkt hier noch. Da gibt es auch noch einen Schmied. Dem statten wir auch gleich noch einen Besuch ab. Und dann, würde ich sagen, gehen wir mal zu diesem Ausrufezeichen und machen mal die erste Mission. Ich glaube, das ist vielleicht eine ganz gute Idee. Weiß gar nicht, was man da tun dann muss, ob wir vielleicht den Vater umbringen müssen. Weil das ein bisschen hart wäre, glaube ich. Wäre aber nice. Da sind schließlich an die Wachen verraten, der alte Penner. Er hätte es nicht anders verdient, der alte Drecksack. So, hier unten hin und dann hier hoch. Flups. Und dann, da drüben ist der Aussichtspunkt, relativ einfach zu erklimmen, glaube ich. Was ist schon einfach? So, und dann hier hoch. Und wieder rum, denke ich mal, ne? Ist wieder gleicher Aufbau wie bei Assassin's Creed 1. Die sehen sich alle relativ gleich aus, die Aussichtstürme. Und von daher geht er doch. Hupf, 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 hupf. Alter, wie eine Spinne geht er da hoch. Krass.
und synchronisiere. Yeah. Und Florenz ist auch ziemlich groß hier, ne? Wenn man das mal so anguckt. Das ist eine riesige, riesige, riesige Stadt. Größer auf jeden Fall wie die ganzen einzelnen Städte in Assassin's Creed 1. Aber ich glaube nicht, dass wir nur in Florenz bleiben werden. Ich glaube, da gibt es auch noch andere Städte, die wir dann später bereisen. So, und hier ist der Schmied. Den quatschen wir doch mal an. Moin. So, was hat er denn? Reparieren? Rüstungen? Waffen? Kleine Waffen? Ja, wir können uns überhaupt nichts kaufen. Der hat nichts auf Lager. Ja, schade. Kommt wieder, falls ihr eure Meinung ändert. Alles klar. Ach du Scheiße. Was will der denn? Die gehen gleich auf mich los? Was ist das denn? Ihr kennt mich doch gar nicht. Lasst mich. So, jetzt verschwinden wir aus deren Radius. Und zwar ein bit faster. Und gehen hier einfach mal in das Ding rein. So. Alter, die sehen mich auf der Straße unten und gehen gleich auf mich los. Was ist das denn? Krass. So, aber die da hinten sind, glaube ich, wieder neutralisiert. Jawohl. Die mögen uns wieder. Einigermaßen. So, und hier unten ist auch gleich schon die Mission, unsere erste. Da kommen wir jetzt aber so oder da hinten vielleicht runter. Ja, genau. So, das ist der Palazzo Auditore. Das ist quasi unser Zuhause. Unser Elternhaus. Und da gehen wir jetzt mal hin. Huch. Guten Morgen, Vater. Komm mit mir. Giovanni Auditore. Stimmt etwas nicht? Hältst du mich für taub und blind, Sohn? Ich weiß alles über deinen Kampf mit Viere di Pazzi und den kleinen Besuch bei Christina letzte Nacht. Dein Verhalten ist untragbar. Es erinnert mich an mich selbst in deinem Alter. Ich nehme an, dass deine Ausschweifungen deine Arbeit heute nicht behindern. No, Padre. Ihr habt mein Wort versprochen. Ich habe hier einige Dokumente für Lorenzo de' Medici vorbereitet. Du musst sie ihm überbringen. Ich eile, Vater. Komm wieder, wenn es erledigt ist. Giovannis wichtige Dokumente bei Lorenzo de' Medici abgeben. Lauf, Bursche, natürlich. Müssen wir ja machen, ne? Kommen wir ja nicht drum rum. Außerdem bringt das ein paar Florin. Ein paar Florin und mit denen können wir uns dann vielleicht schon bald eine Rüstung oder ein Schwertchen kaufen. Das wäre doch super. So, das machen wir jetzt auch direkt mal. Was? Schubsen, RT und B halten? Okay. Geil. Das ist ja genau das Richtige für mich. Vorsicht! Cool. Das gefällt mir. Das werden wir öfter machen. Vorsicht! Oh, ich dachte, da kommen LKW. Tut mir leid. Bam! Ach, das ist cool. Das macht Spaß irgendwie. Gut, wir bleiben aber mal beim Spielgeschehen. Wir müssen ja einen Botengang durchführen. Und das machen wir dann auch mal. Hier ist es ja schon. Bla, 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 bla. Was haben wir hier nochmal? Ist das der... Was ist denn das hier nochmal? Darf ich da nochmal ganz kurz... Lass mich doch mal... Jetzt... Schneider ist das aber eh. Egal. Und die Typen haben uns auch schon wieder im Blick. Komme ich denn da jetzt rein? Hier hoch? Kann man den nur von oben betreten, oder wie? Also dem sein Anwesen? Ach, Mann. Wow. Oder hier hoch. Ah, das kann auch sein. Oh, oh. Lass mich. So, dann gehen wir mal hier hoch. Vielleicht klappt das ja. Aber von oben sieht das jetzt nicht so... Ach, hier hinten ist ein Hinterhof. Ah, alles klar. Ich verstehe. Und jetzt hier runter und nochmal. So. Und hier ist es... Ach, da ist er ja auch schon. Hallöchen, de' Medici. Ah, Ezio, ben trovato. Wie geht es euch? Wie immer. Ich habe einen Brief für Signor Lorenzo. Ich werde ihn überreichen, sobald er wieder da ist. Wieder da? Sie sind zur Villa Careggi, tut mir leid. Und Sie werden nicht vor morgen zurückerwartet. Ich werde es ausrichten. Alles klar. Zu Giovanni zurückkehren. Ihr habt ja gesagt, mein italienischer Akzent klingt spanisch. Ja,
Das kann sein. Liegt vielleicht daran, dass ich kein Italiener bin. Und auch kein Spanier. So, was ich auch noch sagen muss, die Blutsequenzen, also nicht Blutsequenzen, sondern das Blut an sich, habe ich eingeschaltet in den Optionen. Keine Ahnung, warum das ausgeschaltet war. Fragt mich bitte nicht. Deshalb war auch kein Blut zu sehen am Anfang bei Ezio, als er diese Verletzung hatte. Als wir mit Pazzini oder wie der hieß gekämpft haben. Das ändert sich jetzt, wie gesagt, ich habe die Blutdinger eingeschaltet. Vielen Dank auf jeden Fall für den Hinweis. Ich hätte selbst nicht rausgefunden. Weil eigentlich dachte ich immer, ich habe die Uncut-Version und die habe ich auch. Aber eben nur, wenn man das, die Option auch dazu verwendet. Hui! Au! Vorsicht! Oh, schade, hat nicht geklappt. Na gut, egal. Lalala. Vorsicht! Kirbisen! Hammer! So, Giovanni. Schön weiterarbeiten. Bischero. Ach, das ist gar nicht Giovanni. Du sorgst dich hier müssen wir hin. Viel, Giovanni. Vater, mach auf! Mein Sohn. Du kennst meinen Freund Uberto. Guten Morgen, Konfaloniere Alberti. Wünsche ich dir auch, junger Mann. Du hast meine Nachricht abgeliefert? Sie, Padre. Aber scheinbar ist Lorenzo nicht in der Stadt. Das habe ich nicht erwartet. Was macht das schon? Dann wartest du noch ein, zwei Tage. Hör mal, deine Mutter und Schwester haben nach dir gesucht. Ich werde dich bald brauchen, aber schau, ob du ihnen nicht helfen kannst. Seid ihr sicher? Ja, nun, würdest du uns entschuldigen. Es war nett, dich zu sehen. Der Fettsack sieht irgendwie so aus, als ob er was im Schilde führt. Ich weiß auch nicht. Lauf, Bursche! Abgeschlossen. Und wer singt hier so hübsch? Die Dame da hinten. Kuriermission freigeschaltet. Ah, Claudia Aditore. Grüß dich. Hey, Claudia. Wie geht's dir? Ganz gut. Du sollst mir doch nichts vormachen. Es ist Duccio. Was ist mit ihm? Ich glaube, er war untreu. Wer sagt das? Die anderen Mädchen. Ich dachte, sie wären Freundinnen. Hyänen. Ohne die ging's dir besser. Ich liebte ihn. Nein, Claudia. Das hast du dir eingebildet. Er soll büßen für das, was er getan hat. Warte hier. Ich werde einen Takt mit ihm reden. Oh ja. Gerechte Strafe. Duccio aufspüren und bestrafen. Der kriegt jetzt aufs Maul. Das ist ja das absolute No-Go. Also jetzt nicht nur Italien, Fremdgehen. Aber in Italien ist das natürlich nochmal so eine Sache, mit deren Mentalität ist nicht zu spaßen. Und wenn die Eltern spitz kriegen, dass der Freund von der Freundin oder von der Tochter quasi untreu geworden ist, dann kannst du schon richtig Ärger kriegen, sag ich mal, ne? Aus dem Weg. So, Duccio, wir finden die und dann gibt es auf die Fresse. Boah, geile Kathedrale da hinten. Hammer. Und wir müssen auch mal bei Gelegenheit die ganzen Aussichtspunkte hier noch erklimmen. Das machen wir direkt mal. Wir sind ja eh gerade auf dem Weg zu einem, ne? Hier so. Na, jetzt lass mich doch mal da drüben hin. So. Dann machen wir das gerade mal noch. Da hinten ist das. Hui, das wird nix. Vorsicht, junger Mann. Klettern? So nennt man es in Fachkreisen zumindest. Idiot. So, hier sind wieder die Tauben, die wieder irgendwelche Körner fressen oder Kacke oder was weiß ich, die da futtern. Boah, ist da das Ding da oben? Alter Schwede. Ja, sehr geil. Wie soll ich denn da hochkommen? Alter. Das klappt doch niemals. Okay, ich würde sagen, wir holen uns Duccio. Und das heben wir uns dann einfach für ein andermal auf. Wo ist denn der gute Mann? Ah, Duccio. Drecksau. Wie wunderschön. Nur das Beste für dich, amore mio. Aber was ist mit Claudia? Ich dachte, ihr werdet einander versprochen. Vater sagt, mir gebührt was Besseres als eine Auditore. Dieses Schwein. Oh, du Schurke. Komm, lass uns spazieren. Spazieren? Ich hatte etwas ganz anderes im Sinn. Oh, Duccio. Und dann auch noch mit einer fetten. Ich glaub's nicht. Hey, du dreckiges Schwein! Ezio, mein Freund! Du beleidigst meine Schwester, gockelst mit dieser Putana.
Wovon redest du überhaupt? Ich sah, was du ihr gabst. Hörte, was du sagtest. Wäre deiner Schwester ihre Keuschheit nicht so wichtig? Du brichst ihr Herz. Und jetzt werde ich dir die Nase brechen. Das glaube ich nicht, mein Freund. Ihr Auditore könnt alle reden. Glaub ich aber wenn nicht, es dann mein ernst wird, Freund. Du wirst blöder Penner. Bereuen. Ich hätte deiner Schwester viele das Dinge beibringen können. Sie soll froh sein, jemanden wie mich gehabt zu haben. Du mieses Schwein. Bastardo. Oh, schön in die Nüsse. Komm, ja, ja. Aufstehen. Und jetzt. Bams. Und Bams. Und nochmal schön in die Nüsse, komm. Miese Sau. Lass die Finger von meiner Schwester. Ich würde ihn ja gern nochmal. Aber ich lasse es besser. Ist vielleicht besser. Ist nicht so gut, wenn ich da jetzt nochmal drauf prügel. Gerechte Strafe haben wir abgeschlossen. Sehr schön. Genau, genau. Sehe ich genauso, Madame. Madame. So, was machen wir denn jetzt noch? Oh. Na, ganz toll. Bringt nichts, ne? Heftig. Nein. Deine Mutter ist ein Rindvieh, du Spaten. Komm, komm. Die sind nicht mal so schnell wie wir. Gauizio! Ja, komm, komm! Yeah! Und jetzt hier hoch. Ah, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und dann weg. Hier rein. Wonderful! Alternative Kamera. Ach, cool. Sowas gibt's. Schön. Ja, damit ist die Folge eigentlich auch schon wieder vorbei. Jetzt warte ich noch kurz, bis wir wieder akkreditiert sind quasi. Oder akkreditiert. Akkreditiert. Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Das dauert aber ziemlich lange. Können wir hier etwa noch nicht... Ah, doch jetzt. Ich wollte schon sagen, wir noch nicht rein können. Das wäre es ja gewesen jetzt. Die Höhe wäre das gewesen. So, ich stelle mich mal hier so ganz cool im Adlersitz quasi hin und sehe, dass das eigentlich gar nicht funktioniert. Na egal. Bleibe ich einfach mal so hocken. Ist doch wurscht. Ach, so geht's. Ach, cool. So bleiben wir jetzt stehen und dann sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Assassin's Creed 2. Auf Wiedersehen, tschüss und haut rein!